Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute eines von Vins Weihnachtsgeschenken vorstellen. Und zwar ist das der Roadliner von Die Spiegelburg. Und ich hatte das schon im Sommer mal irgendwo in der Werbung gesehen und wusste aber, dass es erst Monate später dann in den Handel kam. Und zwar hatte mir das so gut gefallen, weil beim Roadliner bestimmst du den Weg. Also du zeichnest mit diesem Stift eine Linie vor und das Auto folgt dem dann. Das fand ich so cool. Mit intelligenter Sensortechnik ist das Ganze. Und so könnte das dann aussehen, wenn man das aufbaut. Man hat halt hier schon, also der Roadliner ist halt dabei. Und dann hat man halt diese Strecken hier, die man hier auch in dem Bild sieht. Dann ist natürlich der Filzstift dabei, der abwischbar ist. Man hat noch einen Stickerbogen dabei und die Batterien für das Auto sind sogar auch schon enthalten. Dem Roadliner sind keine Grenzen gesetzt, denn du bestimmst die Strecke, die der wendige Wagen fahren soll. Ich finde das wirklich so eine coole Idee. Nimm den mitgelieferten oder einen anderen schwarzen Filzstift. Also es geht sogar auch dann ein anderer, wenn der mal verloren geht oder was auch immer. Such dir eine große Papierfläche. Also ich habe zum Beispiel schon vorsorglich so eine große Rolle Packpapier besorgt, wo er das dann drauf machen kann. Und zeichne deine eigene Rennstrecke als dicke Linie. Durch intelligente Sensortechnik folgt der Roadliner deiner Spur. Eine besondere Herausforderung ist es zu zeichnen, während der Roadliner fährt. Also das wird, glaube ich, auch ganz cool. Mit den 22 beiliegenden Puzzleteilen kannst du einen bis zu 3 Meter langen und kurvenreichen Parcours legen. Das ist, glaube ich, auch so das Schöne, diese Herausforderung, immer wieder was Neues auszuprobieren, das immer noch größer und weiter und länger zu machen. Gib dem Roadliner deinen eigenen Style und gestalte ihn mit den Stickern. Ab 5 Jahren ist das geeignet. Und wir packen das jetzt mal noch zusammen aus. So, ich habe das Ganze jetzt einfach einmal ausgepackt. Also hier sieht man zum Beispiel die Sticker für den Roadliner. Der sieht nämlich noch ein bisschen nackig aus. Also da kann man halt noch was auf die Räder kleben, auf die Motorhaube hier oben drauf. So sieht das Ganze aus. Ist auch sehr, sehr leicht und sehr schön handlich. Ist auch nicht zu groß. Sehr gut. Dann hat man hier eben besagten Stift, aber es geht ja wie gesagt auch mit jedem anderen. Und hier hat man die Schienen, mit denen man quasi schon vorbauen muss oder vorbauen kann. Um dann halt, wie gesagt, da hat man auch eine ungefähre Richtung, wie lang dann der Filzstift, wie breit der Filzstiftstreifen sein sollte, um dann, wie gesagt, weiter malen zu können, wo die Schienen dann einfach nicht reichen. Hier hat man dann auch wirklich nochmal eine ausführliche Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Hier zum Beispiel, ne, zum Beispiel keine Zackellinien, sondern so gewellte Linien. Genau, ist dann auch nochmal, wenn der Roadliner etwas ruckelt, woran das liegen könnte und so. Und genau, ist nochmal wirklich alles erklärt, auch wie man die Batterien einfügt, wie der dann zum Beispiel aussehen könnte. Richtig, richtig schön. Es sind auch nochmal Tipps. Dann einfach auch, wie gesagt, dass es eine Herausforderung wäre, ne? Zu gucken, zu malen, während der schon fährt. Schaffst du es, eine in sich geschlossene Strecke auf die Schnelle zu entwerfen? Also es fördert halt auch definitiv die Motorik und auch die Kreativität der Kinder. Lasse deiner Kreativität freien Lauf und entwirf deine eigene Roadliner-Welt, ob selbst gebastelte oder fertige Spielzeughäuser, gebastelte Ampeln und Schranken oder der rasante Parcours zwischen den Tisch- und Stuhlbein im Esszimmer. Das ist halt schön, dass das wirklich tatsächlich auch sehr vielseitig ist, man viel damit machen kann. Man beginnt halt, wie gesagt, mit den Schienen, die mitgeliefert werden und seine eigene Strecke zu malen. Dann baut man sich da, wie gesagt, genau noch ein paar Häuser, ein paar Ampeln dazu. Dann guckt man, dass man mal einen Parcours eben unterm Tisch durch Stuhlbeine fährt. Also da ist, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial drin. Und ich bin sehr gespannt, wie Vince das finden wird. Und ich glaube, wir haben da eine echt gute Zeit mit dem schönen, süßen Roadliner. Ich hoffe, diese kleine Spielzeugvorstellung hat euch gefallen und vielleicht ist das ja für die ein oder andere Jungsmama von euch auch noch was. Ich fand das nämlich eine richtig coole Idee. Ich verlinke euch den Roadliner unten in der Infobox und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!